Juwelia radiallahu anha war eine Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam und ihr Name war Burra. Und Nabi sallallahu alaihi wasallam hat ihn geändert in Juwelia, diesen schönen Namen. Fakharaja wa hiya fi musallaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ging aus der Wohnung raus, ne, und sie war am Beten. Wa raja. Dann kam er zurück und sie ist immer noch in ihrem Gebetsplatz gewesen. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam tazali fi musallaki hada? Er hat sie gefragt, bist du, seitdem ich rausgegangen bin und jetzt zurück, immer noch auf deinem Platz geblieben? Sie sagte, na, sagte ja. Dann sagte Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad qultu ba'daki arba'a kalimatin, thalatha marrat, law wuzinat bima qulti lawazanatahunna. Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihr, ich habe nach dir, also während ich weg war, habe ich zwei Worte gesagt, dreimal. Wenn sie yani, gemessen werden mit dem, was du getan hast, so würde das schwerer sein. Und dann brachte Nabi sallallahu alaihi wasallam, und das ist das Schöne, yani, das ist so ein Leben, das ist was nützlich ist. Ja? Er brachte ihr bei, was sie sagen soll. Er sagte, Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, warida nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati.